Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und miet mir ein Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, hä? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Und mit diesen unfreundlichen und eher uneinladenden Worten begrüße ich euch zur nächsten Folge Let's Play Alice Madness Returns. Wie wir sehen, sind wir wieder in der Realität gelandet und raus aus dem Wunderland. Und diese beiden Herren, die eher unfreundlich scheinen, haben uns anscheinend gerettet. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Manny kannte sie. Ich nehme an, dass wir nichts Außergewöhnliches entdecken können in der realen Welt. Ich schaue aber trotzdem mal ein bisschen aufmerksamer. Oh. Dieser Haufen ist wie gemacht für Billingsgate Market. Keiner fragt, wo sie herkamen. Ein Fehler. Fisch aus diesem Bereich der Themse ist giftig. Ziemliche Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Der spricht nicht mit uns. Und die Katze ist in diese Richtung gelaufen. Aber hier steht, keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume. So wahrscheinlich, wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Nun gut, gehen wir weiter durch diese nebligen Kisten. Auch wenn es recht beunruhigend wirkt. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Kippen in der Mangled Mermaid noch ein Pint. Es kam hier vor der Tür, glaube ich, raus. Da schließt sie sich auch direkt hinter uns. Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es da aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Mormons spielen und so tun, als hätten sie Spaß. Kann ich das lesen? Fred and Son, Ratcatcher. Rattenfänge? The Mangled Mermaid. Sieht ja nicht so attraktiv aus, wenn man mal nach links schaut. Wohl ein Vergnügungsetablissement. Mal schauen, was der hier am Wasser macht. Er unterhält sich auf jeden Fall nicht mit uns. Ein Obdachloser. Oder vielleicht auch einfach nur ein Betrunkener. Jedenfalls nicht mehr ansprechbar. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Ja, da sind sie gar nicht mehr so zu Freuden aufgelegt. Bei ihnen vorbeikommen wir nicht. Und die sieht jetzt auch nicht mehr ganz so frisch aus. Lassen wir sie mal. Hier lang oder in die andere Richtung? Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starkgetränken zu haben. Sie schaltet Angst und Charme aus und ebnet Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pri geworden ist. Da musste ich gerade mal leider wieder einen kurzen Schnitt setzen, weil mir aufgefallen ist, dass ich den Timer noch gar nicht gestartet habe und da wollte ich mal schnell nachschauen, wie lang die Aufnahme denn schon gelaufen ist. Knappe 5 Minuten waren es und in diesem Sinne schauen wir mal weiter, was hier so los ist. Aber hier kommen wir, glaube ich, gar nicht lang.
Und der möchte sich auch nicht mit uns unterhalten. Hier hinten ist eine unsichtbare Wand. Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh. Und irgendetwas anderes noch, aber ich konnte es leider nicht mehr lesen. Es war nicht auf derselben Seite abbildbar. Bruno Carpenters Carnival of Oddities. Ekelhaft. Der Walrossmann. Wir gehen einfach mal hier hinten weiter in die Gasse. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Wie nett. Geht es hier hinten die Treppe rauf? Okay, da ist jemand umgefallen. Hier hinten ist aber nichts weiter. Hier ist nochmal der Karneval. Hier geht es nicht weiter. Und ein recht mageres Pferd. Okay, dann gehen wir doch mal die Treppe rauf, wie gesagt. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit darin gerafft. Dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Oh. Das heißt, er ist nicht einfach nur so umgefallen. Dem geht es anscheinend nicht so gut. Und es speichert. Hier wird bestimmt gleich irgendetwas passieren. Jede Menge Wein. Was ist denn? Weiß nicht. Ich bin ganz schön blau. Das ist doch der Punkt, oder? Der hat nichts zu sagen. Wow. Was denn? Ich will nicht. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ach komm schon. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzenden Gin. Dann gehen wir mal die Treppe rauf zu der netten jungen Frau, die da oben wartete. Okay. Ich schaue mir mal gern Bilder und sowas an. Bilder von Ladies. Die Türen scheinen alle verschlossen zu sein. Vielleicht wollen wir auch gar nicht sehen, was so dahinter passiert. Und, wow. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Und ich nehme an, ab geht es wieder ins Wunderland. Ich weiß es aber nicht genau. Doch. Tundra voll. Und wie es aussieht, wieder mit unserem Ursprungsausgangskleidchen. Ich gucke nur, ob hier hinten direkt am Anfang was versteckt. Schweinerei. Ich glaube, an das Level erinnere ich mich noch ein bisschen.
Oh, hier ist die Steuerung immer invertiert. Sehr schräge Sache. Aber hier kann ich mir nichts weiterholen. Also wieder zurück. Beziehungsweise die Steuerung ist nicht wirklich invertiert, aber dadurch, dass sich die Perspektive ändert, wird es ein bisschen schwierig. So, gehen wir jetzt dort zuerst lang oder gehen wir zuerst hoch? Ich höre ständig Knistern, aber ich glaube, das ist der Schnee unter unseren Füßen. Okay, wir sollen dort unten lang. Da hinten ist ein Schiff in so einer Flasche. Ich weiß nicht, hattet ihr sowas oder kennt ihr sowas? Mein Opa hat das damals gemacht. Das haben wir auch irgendwo noch bei uns hier in der Kammer. Oh, nein, nein, nein. Ich will die Zähne in der Kammer stehen. Ich weiß nur nicht mehr ganz... Oh. Oh, verdammt. Ich dachte, den kriege ich noch. Ich weiß nur nicht mehr ganz wo, aber ich war total fasziniert, dass das alles quasi mit so viel Präzision dort reingesetzt wird. Na, kommst du wieder raus? Hier ist nichts. Oh, hier böse Gegner. Kleine Verfalle. Keine Nudeln, sondern Verfall. Oh. Ich glaube, den kann ich gar nicht anvisieren, kann das sein? Den hat er nämlich gerade überhaupt nicht realisiert. Wow. Schnell hin. Oh, vielleicht nicht unbedingt zu dem. Au. Mist. Ich wollte eigentlich den Schirm zücken, aber hat irgendwie nicht geklappt. Nein, den hier hinten bitte. Wie sie einfach nicht umvisiert. Das ist der Wahnsinn manchmal. Oh, Visier. Jetzt natürlich macht sie es, wo es überhaupt nicht mehr sinnvoll ist. So, jetzt bist du dran. Achso, hat noch gar keinen Sinn. Ich habe gerade entdeckt, dass wir ja noch gar nicht seine Arme weggesprengt haben. Na los, werf Bomben. Na komm schon. Och. Endlich. Oh, oh. Und das letzte Köpfchen, komm schon. Sehr gut. Ich höre gleichzeitig auch eine Schnauze. Ich glaube in der Richtung. Was gibt es denn hier? Oh, hier können wir bald das Steckenpferd einsetzen. Kann ich das eigentlich sprengen? Sehr gut. Also doch nicht das Steckenpferd. Warum ist das so schwarz? Kann ich da lang? Nein. Okay, schauen wir uns mal die Eule an. Die vereist und angefressen ist. Ekelhaft. Aber Leute, auf die Suche nach der Schnauze würde ich sagen, begeben wir uns nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Alice Madness Returns. Bis dann!
Tschüss.